Herzlich willkommen in unserem Nähzimmer. Ich bin Tanja und heute möchte ich Ihnen etwas über die Fehlersuche bei einer Overlock erzählen. Manchmal sieht die Naht einfach nicht so aus, wie man sie haben möchte und man kann sich nicht erklären, wo das Problem liegt. Hier hilft es, die einzelnen Stellen an der Overlock durchzugehen und zu überprüfen, ob man alles richtig gemacht hat. Zuallererst sollten Sie beachten, ob Sie den Fadenbaum wirklich komplett ausgezogen haben. Nur so kann das Garn optimal ablaufen. Dann kontrollieren Sie bitte, ob Sie Ihre Konen korrekt aufgestellt haben. Für große Overlock-Konen sollten Sie die Konenhalter verwenden. Reichen die nicht aus und Ihre Kone ist noch größer, drehen Sie die Konenhalterung um und stecken Sie dann Ihre Kone auf. Sollten Sie Nähgarnspulen wie in dieser Art verwenden, ist es wichtig, dass Sie über der Spule die Fadenablaufscheibe verwenden. Ist die Spule zu groß, um die Fadenablaufscheibe aufzusetzen, ist diese Konenart nicht geeignet, um mit der Overlock verwendet zu werden. Auch wenn Sie sich sicher sind, dass Sie korrekt eingefädelt haben, wenn das Nahtergebnis nicht schön wird, fädeln Sie einmal komplett neu ein und beachten Sie, dass dabei der Nähfuß angehoben sein muss. Nur dann sind die Spannungsscheiben geöffnet und der Faden kann gut hindurchlaufen. Stellen Sie Ihre Overlock auf die Standardeinstellung für die 4-Faden-Overlock-Naht ein. Diese finden Sie in der Bedienungsanleitung. Um genau zu erkennen, wo das Problem liegt, fädeln Sie am besten 4 verschiedene Farben ein. Wir haben hier die Farben passend zu den markierten Fadenwegen an der Overlock eingefädelt. Nähen Sie mit diesen Einstellungen eine gerade Naht. Nun können Sie an dieser Naht kontrollieren, ob alles optimal verlaufen ist. Sie können prüfen, ob der Untergreifer- und der Obergreiferfaden genau an der Kante verschlungen wird. Um die Probleme zu erkennen, verstelle ich nun einen Greifer in eine bestimmte Richtung. Dies hilft auch, wenn Sie eine neue Overlock haben, um die Maschine besser kennenzulernen. Nun können Sie direkt erkennen, dass die Fadenspannung am roten Faden zu stark ist und der Faden nicht mehr an der Stoffkante verschlungen wird. Ein Problem, von dem wir oft hören, sind extrem sichtbare Nadelfäden. Das entsteht dadurch, dass mit abgesenktem Nähfuß eingefädelt wurde und der Faden nicht korrekt in der Fadenspannung liegt. Um das zu demonstrieren, nehme ich bei uns den Faden aus den Spannungsscheiben heraus. Das Problem ist auf der Rückseite sofort zu erkennen. Der gelbe Nadelfaden bildet extrem große Schlaufen. Wird der Stoff dann aufgezogen, entsteht dieser Leitereffekt. Daher ist es wichtig, dass der Nähfuß angehoben ist, wenn Sie einfädeln. Und wenn Sie am Nadelfaden ziehen, können Sie noch überprüfen, ob er sicher zwischen den Spannungsscheiben liegt. Sie sehen also, wie wichtig korrektes Einfädeln bei der Overlock ist. Für den korrekten Transport müssen Sie bei der Overlock auch das Differential beachten. Den Regler für den Differentialtransport finden Sie bei den meisten Maschinen rechts außen. Der Standardwert ist hier 1,0 und dann arbeiten die Transporteure der Overlock gleichmäßig. Um zu beobachten, wie die Maschine durch veränderten Differentialtransport näht, nehmen Sie sich einen Probestoff und stellen Sie den Differentialtransport auf den niedrigsten Wert. Sie können jetzt schon sehen, dass der Stoff sich durch den niedrigen Differentialtransport wälzt. Auch die Stichdichte verringert sich.
Und im Gegensatz dazu stellen Sie danach den Differentialtransport auf den höchsten Wert. Nun wird der Stoff von der Maschine regelrecht zusammengeschoben. Haben Sie beim Nähen diese Stichbildung? Kontrollieren Sie einfach, ob Ihr Differentialtransport nicht aus irgendeinem Grund noch hochgestellt ist. Wählt sich Ihr Stoff, steht er vielleicht zu niedrig. So können Sie auch andere Probleme ausgleichen. Wenn Sie einen extrem dünnen Stoff haben, der sich wählt oder rafft, können Sie das Differential anpassen, bis der Stoff genau so transportiert wird, wie Sie es haben möchten. Mit Differentialtransport auf 1,0 wird die Naht genau so, wie wir es wollten. Haben Sie diese Punkte alle abgearbeitet und die Maschine näht immer noch nicht ordentlich oder Sie haben eine unsaubere Schnittkante, ist es Zeit, die Klappe zu öffnen. Reinigen Sie Ihre Overlock-Maschine regelmäßig. Sie sehen hier, dass sich einiges an Schmutz angesammelt hat. Entfernen Sie diesen Schmutz und dann kann es auch daran liegen, dass sich Schmutz hinter dem Messer angesammelt hat. Und um hinter dem Messer zu reinigen, können Sie es etwas nach rechts verschieben, indem Sie auf der gegenüberliegenden Seite drücken. Dies ist je nach Modell unterschiedlich. Reinigen Sie auch diesen Zwischenraum. Dann machen Sie Ihre nächste Probenaht. Sie sollten natürlich auch den Nähfußdruck passend zu Ihrem Projekt, Stoff und zu den Stofflagen einstellen. Zu guter Letzt komme ich noch zu einem ganz wichtigen Punkt. Verwenden Sie bitte die richtigen Nadeln. Überprüfen Sie, ob die Nadelstärke zum Stoff passt, ob die Nadelspitze zum Stoff passt und ob Sie qualitativ hochwertige Nadeln verwenden. Sie sollten die Nadeln auch regelmäßig wechseln. Nadeln sind Verschleißmaterial. Welches Nadelsystem Ihre Overlock-Maschine braucht, finden Sie in der Bedienungsanleitung. Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Overlocken und wenn Ihnen dieses Video geholfen hat, hinterlassen Sie uns ein Like.